So, da ist das nächste schon in unserem Blickfeld. Sie kommen aus Dierendorf. Auf der rechten Seite des Tanks. Ja, Reichenbach ist stark vertreten. Werden wir nachher noch ein paar sehen, die aus Reichenbach kommen. Ist ja auch eine halbe Rennfahrerstadt. Stadt. Rudolf Krause war damals einer der bekanntesten Formel-2-Rennfahrer in der DDR. Ein Zylindermotor, aber wunderbar, da kommt ein bisschen Öl unten raus, aber das ist kein Problem, das ist nicht besorgt, erregend. Dann haben wir den Zeithebel hier, sehr schön, bitte schön, danke schön. Ersten Gang rein mit der Hand. Rechts am Tank natürlich der Schalthebel bei Herrn Richard und Ingrid Hensel aus Schlieffert. Ist das, und die gehört dem Bernd Heblich. Gegen die Frau Ludwig und Jürgen Hammelmanns von Kampens. Und hier, wie gesagt, einer für die Straße zu gelassener Landschaft. Einer Jung aus Vierdau, dem Wichse, Modell RS 1936, Baujahr 39, 418 Kubikzentimeter. 3,8 PS, der hat hier noch 23 PS, das ist also nicht mehr 26, der hier ein paar Jahre später stand. Dankeschön, meine Herren. Und mit der Startnummer 82 kommen Karl-Heinz Nadler und Evelyn Haberkorn.